Und damit herzlich willkommen zurück hier zum Dire of 20 Modpack Let's Play. Ich muss zugeben, ich weiß die Folge jetzt nicht hoppsa. Aber das kann ich theoretisch schnell nachschauen. 36 laut der Liste. Yep. Ihr seht hier, ich habe hier ein Programm gefunden, das eigentlich sehr gut funktioniert. Das lasse ich jetzt auch erstmal installiert. Und ich werde euch den Link in die Beschreibung hauen. Das monitort hier unseren Reaktor. Da braucht man eigentlich keinen Anschluss da drüben. Hat jetzt abgeschaltet. Macht auch mit den Fuel Rods da hinten was. Also es ist ganz cool. Ist jetzt so eingestellt, dass es bei 90% hier abschaltet und ich glaube bei 70 schaltet es ein. Das heißt, wir haben jetzt hier relativ viel Strom drin. Was haben wir hier? 8 Millionen. Ja, gut. Sollten wir erstmal auskommen. Da unten ist alles gleich geblieben. Ich habe hier das Loch zugemacht. Hier natürlich wieder abgeändert. Da werden wir dann irgendwie einen Test-Reactor oder so einbauen, damit wir da von unten den Strom hochbekommen. Noch haben wir mehr als genug Kohle, hätte ich mal gesagt. Und ich dachte mir, wir haben ja die letzten Folgen sehr viel Botania gemacht, das stimmt auf jeden Fall. Und deswegen werden wir jetzt hier fertig machen. Hat da ja nichts mit Botania zu tun, ist ja einfach nur ein bisschen Crafting. Für Botania. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch 1, 2, 3, 4 Blockgates, 5, 6, 7, 8, 9 Blockgates brauchen wir noch. Neun. Na, das ist nicht so wenig. Inventory Cable. Okay, dann machen wir das jetzt mal, hätte ich gesagt. Inventory Cable haben wir noch. Okay, 8 Spitzäxte brauchen wir dann noch. Zack. Zack. Acht, das heißt 8. Hopsa. Na komm. Genau, meins daneben. Und einen Haufen Eisen. Der Rätsel ist auch wieder mal ziemlich leer bei uns, aber das kennt man ja bald nicht anders. Ich mache uns eben hier unten auch einen Crafting Station. Damit wir da nicht immer hochlaufen müssen. Da wir ja aktuell auch noch kein Dings haben, kein Appliance-System, das werden wir auch demnächst dann angehen, also in einer der nächsten Folgen, vielleicht auch schon heute ein bisschen, ich weiß nicht. Eisen. Was ist das? Glas, Eisen, Redstone, 8. Ne, warte, was? Wie viel bekommen wir da raus? 8, okay, also. Ein Redstone. Dann 4 Gold, glaube ich. 2 Eisen. Und 4 Glas. Dann haben wir schon mal das Inventory Cover, also das Inventar Cover. Genau. Und jetzt die Dispenser. Genau, da brauchen wir nochmal 9 Redstone. Dann einen Haufen Bögen, die sind ja das Problem. Bögen, die waren. So. Und die Dinge da. Mal schauen. Ja, 6 ist schon ziemlich nah dran an dem, was wir brauchen. So, noch 3. Strings fehlen uns da. Müssen wir aber craften können. Jupp.
Dann kann man nur zwei raus, verdammt. Ach, weißt du was? Genau, machen wir einfach mehr. Oh. Wir haben auch ein paar Sticks brauchen. Zack, 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 so. Drei. Und der Cobblestone. Wer hätte das gedacht? Unten kommt das Redstone hin, der kommt außen rum. Auch eine interessante Art zu klicken, würde ich jetzt mal behaupten. Und zack. Ja, natürlich nicht. Da sparen wir uns, glaube ich, ein paar Klicks. Richtig sicher bin ich mir nicht. So. Genau. Dann nach oben. Dann schlafen wir noch kurz, hätte ich gesagt. Na komm. Ach verdammt, wir brauchen ja noch mehr Inventory Cable. Fällt mir da ein. Na gut. Das holen wir gleich. Ich weiß, eine Axt wäre besser für den Job, aber was soll's. Die paar haben wir ja gleich abgerissen. Mann. Sehr schön. Dann braucht er Blockades Variable. Ah, wie ging denn das? Genau. Ja, okay. Dann machen wir noch ein paar Inventar-Cover. Die sind ja doch einigermaßen billig. Will ich wissen, warum ich da jetzt Weizen bekommen habe. Wahrscheinlich bin ich wieder mal drüber gelaufen. Ja, natürlich. Bei Eisen ein Redstone von den wenigen, das wir noch haben, und vier Glas, dann die gewichteten Druckplatten, das da möchte ich machen, dankeschön, und das wird sich jetzt gerade ausgehen. Autsch. Oha. Da ist etwas vor drinnen, würde ich jetzt mal behaupten.
als Thieves Factory Manager durchaus ein cooles Ding. Muss man so sagen, wie es ist. Each Block Gate, nee, wir brauchen das hier. Genau. Dann, da brauchen wir Stein. Haben wir noch Stein? Ich glaube nicht. Und holen wir gleich was. Durchaktivieren. Genau. Und das. Jetzt aber. Dann nochmal in den Keller runter. Ein Stück Steine. Und ein Stück Holz. Ich habe vergessen, was da unsere Einstellung war. Wie oft das er da checkt. Ich glaube, alles ja, einmal rundherum, glaube ich. Jo, sehr schön. Ich glaube, alle 30 Sekunden oder so ist das eingestellt. Ja, yep, genau. Wenn wir hier auch einmal rundherum haben, sehr schön. Dann hätten wir das vor. Automatisiert, wie es so schön heißt. Das heißt, wir können jetzt auf den Weg machen, irgendwas zu tun. Werkzeug aufladen. Da droppen die Frames wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Hoppla. Dann laden wir unsere Mining Tools auf, denn wir werden auf die Suche nach Meteoriten gehen. Wir brauchen nämlich welche für Applied Energistics. Wir werden uns wohl auch eine Schaufel bauen müssen. Na komm. Eine Schaufel ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wer weiß, wo wir überall hinkommen. Schaufel, 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 Schaufel. Mach mal zwei. Kostet ja nichts fast. Sehr schön. Mana Tablet scheint auch noch ganz schön voll zu sein. Dann gehen wir jetzt Item Subsets Mod Applied Energistics 2. Denn wir brauchen, um Meteoriten finden zu können. Aber nehmen die Frames wieder mal im Keller. Braucht man einen Meteoritensuchdings. Also wieder von den Frames her wahrscheinlich. Ah, hier. Meteoritkompass. Braucht man Charge Certus Quartz. Mit viel Glück haben wir sowas. Ja, haben wir wirklich. Und 4 Eisen. Hat man schon teurere Rezepte. Meteoritenhunter haben wir das Achievement bekommen. Cool, das müsste ja hier. Apply Logistics. Ja. Cool. Ah, hier sind wir. Meteoritenhunter. Genau, und damit wir jetzt im neuen Applied Energistics überhaupt irgendwas machen können, da drüber müssen wir,
braucht man solche Pressen für Zeugwerk. Und die sind als Alien, also als Technologie aus dem Weltall beschrieben, sage ich jetzt mal. Deswegen benutzen wir den Kompass hier, der uns zu einem Meteoriten hoffentlich bringt. Ich hoffe vor allem, ich laufe in die richtige Richtung. Ach ja, aber mit unserem schnellen Zeug hier. Müssen wir doch relativ schnell was finden. Hoffentlich. Und der verändert dann auch das, wie er sich verhält. Da. Okay. Ah, das hat das letzte Mal die Frames in den Keller gezogen. Ist ja nicht so, als würde es nicht gerade wieder passieren. Oh, verdammt, 2 Frames. Da kann man nicht allzu viel anfangen mit 2. Das ist also schon das Grid, das uns anzeigt, wo Mobs spawnen können. Interessant, interessant. Ihr seht, er dreht sich wie verrückt. Heißt also für uns. Wir gehen auf Meteoritenjagd, sage ich jetzt mal. Und finden den hoffentlich. Einigermaßen schnell. Das Problem ist, wenn ich das richtig verstanden habe, es kann irgendwo in diesem Chunk sein, das heißt also, es muss gar nicht sein, dass wir jetzt hier, wo ich jetzt hier in der Ecke runtergrabe, überhaupt einen Meteoriten finden. Ich gehe mal Richtung Mitte des Chunks und hier wird uns doch der Hammer ein bisschen einen Vorteil bringen. So, hier vielleicht. Hoppsa. Durch nicht vergessen, das Licht hier anzumachen. Ich reiß gleich auch hier großzügig die Ressourcen raus. Hoppsa. Hoppsa, den wollte ich haben. Wir sind auf jeden Fall noch im richtigen Chunk. Ich hoffe, wir finden hier raus auch wieder. Und was noch wichtiger ist, ich hoffe, wir finden einen Meteoriten. Quarz, das nehmen wir natürlich auch mit, das werden wir nämlich auch brauchen. Genauso wie Netherquarz. Da müssen wir uns danach auch noch was überlegen, wo wir das herbekommen.
spiele gerade mit dem Gedanken, ob ich nicht einfach einen Turtle anstatte, der uns einfach den Chunk aushebt. Ist ja eigentlich gar keine so blöde Idee, ne, wenn man das jetzt mal ehrlich betrachtet. Hört das? Ja, doch, in der Nähe sind wir anscheinend noch. Beziehungsweise im richtigen Chunk. Ich nehme das Lapis jetzt aus Prinzip mit. Auch die Dinger, mit denen habe ich noch lustige Ideen. Können wir uns dann einen Mob-Spawner bauen, der gar kein Dings benötigt. Also der die Mob-Essenz mehr oder weniger, naja, nicht selbst erzeugt, aber naja, er wird jetzt dann sehen, wenn es soweit ist. Ich bezweifle aber, dass wir hier einfach einen Meteoriten finden werden. Wir haben oben ja noch unseren Turtle, wenn ich mich da recht erinnere. Und wir haben hier gerade sehr wenig Frames. Möchte ich auch erwähnen. Schau mal, dass wir da rauskommen wieder. Zum Ende der Folge hier wenigstens. Das ist schon cool, wenn man zwei Blöcke hochspringen kann. Aber ich denke, ein Turtle ist ja hier doch noch unsere beste Chance. Wartet mal, ich muss hier einen Wegpunkt machen. Wo war denn das? Wegpunkt und zwar New Meteoriten Chunk, nenne ich den jetzt mal. Ja. Da ist jetzt unser Zuhause, wo wir eh schon kaum Frames haben. Halleluja. Zuhause. Hau den eben her raus, aber an dem liegt's gar nicht. Scheint wohl ein Springer. 4 Frames, Hilfe. Achso. Halleluja, 3 Frames. Oh, ich sehe. Habt ihr es gesehen? Oh. Ich hätte gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.